Das ist die Pelletheizung von Ursula Au. Die Friedrichshafenerin hat die Anlage 2008 einbauen lassen. Direkt gegenüber befindet sich das Pelletlager. 3,5 Tonnen des Holzgranulats fasst ihr Behälter. Und von dieser Lagerung scheint eine Gefahr auszugehen. Hier soll sich das tödliche Kohlenmonoxid bilden. Doch die Inhaberin lässt sich durch die Medienberichterstattung nicht verunsichern. Ja, das ist natürlich, ja. Nehme ich nicht wahr. Nehme ich einfach nicht wahr. Erstens mal, weil mein Raum hier nicht hermetisch abgeriegelt ist. Es kommt immer Luft rein. Diese Pellets sind wirklich eingebaut. Da passiert überhaupt nichts. Thomas Herb ist für den Einbau und die Wartung der Anlage verantwortlich. Seit 20 Jahren beschäftigt sich der Heizungsexperte mit dieser Technik. Pro Jahr baut er 10 Anlagen in die Häuser. Meist im Austausch gegen eine alte Ölheizung. In diesen Tagen bekommt er häufig Anrufe von besorgten Kunden. Aber von den Pellets geht keine tödliche Gefahr aus, stellt er klar. Wenn jetzt alles richtig eingebaut und gemacht wird, wird so ein Lager belüftet oder entlüftet und dann kann nichts passieren. Und es sollte natürlich trotzdem, es gibt einfach Unwissende, wie bei allen Gefahren. Also es ist in der Landwirtschaft üblich, dass man ein Silo nicht einfach betritt, sondern dass es, bevor es betreten wird, belüftet wird. Ein Pelletsilo ist nichts anderes wie ein Silo in der Landwirtschaft. Man sollte einfach, bevor man in ein Silo steigt, das Ganze einfach belüften und prüfen, ob es in Ordnung ist, sollte es je zu einer CO-Konzentration gekommen sein. Der Keller seiner Kundin lässt sich allein schon durch das Fenster ausreichend belüften. Doch selbst ohne Fenster geht vom Pelletlager keine Gefahr aus. In den meisten Fällen ist ein Lüftungsschacht oder ein Zuluftkanal vorhanden, den sieht man hier jetzt nicht hinter der Heizung, der einfach dafür sorgt, dass genügend Zuluft für die Heizungsanlage da ist und der genügt dann auch aus, um das Pelletlager zu belüften. Seit 8 Jahren läuft die Anlage reibungslos. Die 3,5 Tonnen verursachen gerade mal 2 Kilogramm Ascherückstände, die in diesem Behälter verwahrt werden. Einmal im Jahr werden die Pellets angeliefert. Meistens an Ostern, weil da gibt es ein Osterangebot. Die Lieferung reicht genau für eine Heizperiode. Und im Vergleich zur ehemaligen Ölheizung freut sich die Inhaberin jedes Jahr über eine deutliche Kostenersparnis. Wir haben eine Ersparnis von bestimmt 700-800 Euro im Jahr. An Fördergeldern kamen von der Stadt Friedrichshafen und dem Bund noch einmal rund 6.000 Euro zusammen. Insofern hat sich die Maßnahme gelohnt und so kann sie dem nächsten Winter gelassen entgegensehen.